wollt Rap so wie er früher war. Ist nicht euer Ernst. Doch diese Flügel sind zum Fliegen da. Ruffle Lines, tighte Skills, Mammutjagd. Bei euch hat sich noch nichts geändert seit dem Tag, als 6. Mai rauskam. Ja, das ist Alles brennt. Das hat der tolle Martin Swarovski gemacht, ein super Videokünstler, und alle Rapper sollten ihn, alle Künstler allgemein sollten ihn kontaktieren und Pritzi, Philipp Pritz Kulturmanagement. Ja, das haben wir letztes Jahr im Anfang Oktober, oder? Ja, Anfang Oktober müsste das sein, haben wir das gedreht. Ja, die Leute, das sind auch alles keine Schauspieler, das sind alles über unsere Seite oder so Freunde, die wir da so zusammengesammelt haben. Das haben wir in so einem Konferenzraum gedreht, der normalerweise, weiß ich, so Versicherung oder was weiß ich, die da irgendwie so eine Scheiße machen. Das Hemd habe ich mir im Schiller Center im Wedding geholt und ich war halt vorher die ganze Zeit, ich dachte, ja, so ein rosa Poloshirt, das erfreut sich ja immer noch höchster Beliebtheit. Das war relativ schwierig zu kriegen und das habe ich bei so einem Inder gekauft, der mir die ganze Zeit noch versucht hat, so komische Goa-Sackhosen anzudrehen, vor dem ich mich so ein bisschen erwehren musste, die mir zu holen. Dass ich das Herz von irgendeinem Musterfenster brech, das ist richtig und gerecht. Ihr wollt Hip-Hop, so wie früher. Früher gab es Hitler, früher war es schlecht. Fettem, wir sind deine Grauzonen-Band, weil wir uns nicht distanzieren von unseren autonomen Fans. Hier sieht man mich mal, wenn ich nicht in meiner Rapper-Verkleidung rumlaufe, sondern so, wie ich halt privat agiere. Ganz groß damals auch noch der Bart. Stromberg-Bart, aber ja, mache ich mir halt so privat, trage ich den. Jetzt so zu Promo-Zwecken und so mache ich den ab, weil ich will nicht erkannt werden auf der Straße. Das, ja, ich bin Priester. Das ist im Prinzip, das Video ist dokumentarisch. Also der Martin Swarovski, der hat uns beim ganz normalen Tag halt begleitet. Genau. Nee, die Idee kam tatsächlich von dem, super Typ, wie gesagt. Und wir haben dann halt mal noch so ein, zwei Ideen noch mit reingegeben, was man da noch machen könnte. Aber ansonsten, also das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht. Ihr seid keine Fans, wir sind deine Gang. Alles in uns brennt, in euch brennt, in uns brennt. Da war es sehr heiß, gleich ist ein Anschlussfehler. Da habe ich noch meine Uhr, gleich habe ich sie, glaube ich, nicht mehr. Da hat die Continuity auf jeden Fall richtig geschlammt. Und da werden auch ein paar Köpfe rollen für. Ja. Der junge Herr, der am Anfang und am Ende zu sehen ist, so die Hauptperson, der ist Christoph Kölmel, das ist ein junger Fan, der extra aus Karlsruhe gekommen ist und das sehr, sehr super gemacht hat. Genau, haben bei Facebook so einen Aufruf gemacht und dann Leute so zusammengesammelt. Der sollte eigentlich Schauspieler werden, finde ich. So ein guter Typ. Wir haben eigentlich, also wir haben einen normalen Aufruf gemacht und dachten, da kommen auch ein paar Frauen, aber es haben sich halt nur Männer gemeldet. ZM halt, ne? Ja. Heißt ja nicht ZF. Hier am Schluss war uns ganz wichtig, nochmal Gewalt gegen Frauen zu propagieren, weil das ist eine Sache, die im Rap und allgemein in der Gesellschaft viel zu selten auch durchgezogen wird, angewandt wird. Frauen immer verhauen. Das ist ja ein cooler Reim. Backspin, 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 backsp